Bonjour, ça va? Je m'appelle Timo. Passend zur Spargelzeit habe ich heute ein ganz leckeres Gericht für euch. Nämlich Galette mit grünem Spargel und Cherrytomaten. Wir legen los und im ersten Schritt brauchen wir Mehl. Das vermischen wir jetzt mit Salz. Im nächsten Schritt benötigen wir Margarine. Und jetzt mit einem Handrührgerät verkneten. Und dann geben wir nach und nach Haferdrink und Wasser dazu. Alles nochmal gut verkneten und dann haben wir schon einen Teig. Den Teig, den wickeln wir jetzt noch in Klarsichtfolie ein. Und dann darf der ungefähr eine Stunde ruhen und schön entspannen. Und endlich ist wieder Spargelzeit, liebe ich besonders. Und die Frage ist immer, woran erkennt man, dass der Spargel frisch und knackig ist? Natürlich, wenn man ihn aneinander reibt. Und hört ihr das Quietschen? Und dann schälen wir das untere Drittel vorsichtig ab, ganz dünn. Dann schneiden wir unten noch das holzige Ende ab. Dann müssen die Cherrytomaten halbiert werden. Und das mache ich immer ganz einfach und schnell. Nämlich, ich nehme einfach einen Teller, drehe diesen um. Nehme einen zweiten Teller, packe den oben drauf und schneide mit meinem scharfen Küchenmesser einfach hier. Und sind sie halbiert, wenn sie nicht abgehauen sind. Und wenn der grüne Spargel riesig groß ist, dann könnt ihr den auf jeden Fall halbieren oder dritteln, wenn nicht sogar in vier Stücke schneiden, dass die Stücke relativ gleichmäßig groß sind. Jetzt den Teig ausrollen und mit Streichgenuss bestreichen. Dann kommen wir zum Spargel. Und Spargel ist die Königin unter den Gemüsesorten. Denn Spargel enthält unfassbar viel Vitamine und Mineralstoffe. Und die Besonderheit ist, grüner Spargel wächst über der Erde. Er lebt quasi die Photosynthese und hat daher die grüne Farbe. Und der weiße Spargel wird in Hügeln angebaut, also unter der Erde, und behält deswegen die strahlend weiße Farbe. Jetzt kommen die Cherrytomaten auf den Spargel obendrauf. Schön verteilen, damit es ein schönes, buntes Muster ergibt. Und dann fangen wir an, die Galette einzuklappen und drücken die überstehenden Ränder einfach fest. Galette ist jetzt auf dem Backblech und ihr kennt es schon, ab in den Ofen. Die Galette ist fast fertig und schaut euch die mal an. Ich glaube, das wird mein liebstes Gericht während der Spargelsaison. Und wie isst ihr euren Spargel am liebsten? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann kommt noch Zuckerrübensirup drüber, bepinseln oder einfach drüber träufeln. Dann noch ein paar Pinienkerne. Und danach noch mal weitere 5 Minuten backen. Ganz zum Schluss reibe ich noch ein bisschen Zitronenabrieb drüber. Dann ein bisschen Olivenöl. Und ganz am Ende noch ein bisschen Salz und Pfeffer aus der Mühle. Schaut euch mal diese wunderschöne Galette an. Das ist wirklich eine absolute Schönheit geworden. Und diese Schönheit, die vernasche ich jetzt draußen im Garten. Und wenn ihr noch mehr Rezeptinspirationen für den Sommer braucht, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Und ich sage au revoir, bis in der neuen Woche. Lidl lohnt sich.